So, hallo allerseits, das ist das Thema, bei dem wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Das große Thema sind ganzheitlich lineare Programme, Integer Linear Programs, wobei wir geklärt haben, was das überhaupt heißt. Integer ganzzahlig, das heißt, die ausgegebenen Variablen sollen ganzzahlig sein. Linear heißt, dass sowohl die Zielfunktion als auch die Nebenbedingungen affin linear sind, also das heißt, dass die Variablen in der Zielfunktion nur vorkommen in der Form Koeffizient multipliziert mit einer Variable, weiterer Koeffizient multipliziert mit weiterer Variable und so weiter und so fort, und das Ganze aufsummiert plus vielleicht noch einen konstanten Term. Und bei den Nebenbedingungen haben wir die Möglichkeit gleich, kleiner, gleich, größer, gleich, und links und rechts von dieser Relation, von diesem Vergleich dürfen jeweils ebenfalls nur affin lineare Funktionen sein, und das Ganze dreht sich darum, dass Sie sehen, was vielleicht mit einem gewissen Überraschungseffekt, dass Sie sehen, was so alles möglich ist, selbst unter diesen eingeschränkten Bedingungen. Da nehmen wir uns das TSP als erstes von zwei richtigen Fallbeispielen vor. Wir werden sehen, dass sich das TSP in vernünftiger Art und Weise, in brauchbarer Art und Weise als ein ILP darstellen lässt. Haben erstmal geklärt, was es überhaupt ist. Ausgangspunkt ist die Vorstellung, wir haben Punkte in der Ebene und wir wollen hier, wie das angedeutet ist, also die Punkte P1 bis P16 sind die Eingabe, und die Ausgabe soll die zyklische Reihenfolge sein, in der die einzelnen Punkte besucht werden. Das kann man natürlich verallgemeinern, indem wir anstelle von Punkten in der Ebene oder anstelle von Punkten in irgendeinem Raum natürlich von beliebigen Objekten sprechen können, und anstelle von euklidischen Distanzen oder sonstigen Distanzen können wir ganz abstrakt von irgendwelchen Distanzwerten reden. Das heißt, für jedes Paar von Knoten, sagen zum Beispiel auch P4 und P11, gibt es einfach abstrakt eine Distanz, die man überwinden muss, um von P4 nach P11 zu kommen. Und eine andere Distanz, die man überwinden muss, um von P11 nach P4 zu kommen. Das muss nicht symmetrisch sein, unbedingt. Es ist in vielen Anwendungen, so auch hier, symmetrisch, aber wenn Sie sich beispielsweise vorstellen, wir haben hier, wir wollen Energieverbrauch haben, wir müssen von P4 nach P11 einen Berg hoch und von P11 nach P4 entsprechend einen Berg runter, dann ist, und der Energieverbrauch ist die Länge, die an der Kante abgetragen ist, dann ist doch ein Beispiel dafür, dass das Ganze nicht symmetrisch ist. Haben wir schon erklärt, was auch im Namen drin steht, was dieser Name bedeutet. Die offensichtliche Verallgemeinerung habe ich eben noch mal gesagt, wir können anstelle von Punkten in der Ebene von beliebigen Objekten mit beliebigen Distanzen sprechen. Haben wir auch schon geklärt, dass wir da natürlich dann Distanzen konstruieren können, die keiner Metrik entsprechen. So, was ist hier alles durch diese Verallgemeinerung zum Beispiel? Das ist natürlich eine nicht abgeschlossene Liste. Was ist damit alles abgedeckt? Zum Beispiel Distanzen, die zwar in der Ebene sind, aber nicht unbedingt die geografischen Distanzen. Ja, wenn Sie eine normale Straße haben, die nicht nur gerade geht, denken Sie an eine Passstraße im Extremfall, dann ist die euklidische Distanz natürlich nicht das, was Sie dann auf dem Kilometerzähler hinterher als Differenz vorher hinterher messen. Oder auch, dass wir gar nicht auf Straßen sind, sondern in einem Terrain, wo wir uns eigentlich beliebig bewegen können, aber wir müssen Hindernisse, Hürden überwinden. Also Hindernisse, wir müssen an Hindernissen vorbei. Man kann sich vorher für je zwei Punkte, die wir anlaufen wollen, berechnen, was ist die beste Möglichkeit, an allen Hindernissen vorbei von Punkt A nach Punkt B zu kommen, und das ist dann die Länge der Kante von A nach B. Und dann, also wenn wir das vorher berechnet haben, die beste Möglichkeit von jedem Punkt A zu jedem Punkt B zu kommen durch das Terrain, dann haben wir hinterher damit die Eingabe für den TSP berechnet. Wir haben die Punkte und wir haben die Distanzen von jedem Punkt zu jedem Punkt. Zum Beispiel, wenn wir
eine Interpretation haben, die gar nicht mehr geometrisch ist, ist damit abgedeckt. Oder denken Sie auch nicht nur an die Ebene bei Oberflächen, denken Sie beispielsweise an Fahrzeugkarosserien in der Fertigungsstraße, wo wir natürlich nicht von euklidischen Distanzen reden, sondern wenn der Roboterarm von einem Punkt zum anderen Punkt auf der Karosserie kommen will, dann muss er natürlich irgendwie, darf er natürlich nicht durch die Karosserie durchgehen. Natürlich haben wir immer noch euklidische Distanzen auch in 3D beispielsweise. Für 4D oder mehr fehlt mir so ein bisschen die Idee, was da Anwendungen sein können, aber bei 3D ist, denke ich, auch klar. Andere Metriken. Vielleicht nochmal zur Erinnerung. Ich glaube, das war beim letzten Mal, kam heraus, wenn ich mich recht entsinne, dass der Begriff nicht so richtig klar ist. Eine Metrik im mathematischen Sinne, und davon reden wir hier, eine Metrik ist eine binäre Funktion. Vielleicht sollte man das einfach mal... Oder wie war das? Ist Ihnen allen Metrik vertraut? Oder ist Ihnen doch vertraut? Okay, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Dann können wir hier weitergehen. Brauche ich das nicht nochmal auf dem Digimemo zu nochmal auszuführen. Da war eine Wortmeldung. Ach so. Okay, ja, sagen Sie, was eine Metrik ist. Okay. Ja, okay. Also, eine Metrik ist eine binäre Funktion von irgendeinem Raum, von irgendeiner Menge letztendlich in die nicht negativen reellen Zahlen, sodass die Dreiecksungleichung gilt. Sie haben gleich angefangen mit der kompliziertesten Bedingung, mit dem kompliziertesten Axiom. Die Symmetrie gilt, von A nach B ist dasselbe wie von B nach A. Und ein Punkt von einem Punkt zu sich selbst ist die Distanz 0, die metrische Distanz. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das, Sie hatten noch gesagt, dass nur dann die Distanz 0 ist, wenn der Punkt mit sich selber verglichen wird. Ich kann jetzt auf den Kopf nicht genau sagen, ob die Standarddefinition der Metrik es auch erlaubt, dass die Distanz von zwei Punkten, die unterschiedlich sind, auch 0 ist. Okay, Sie sagen, das ist genau der Unterschied zwischen Semimetrik und Metrik. Ich muss gestehen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Das ist bei mir über 25 Jahre her. Ich bitte da um Nachsicht, aber das können Sie ja mit Sicherheit in Wikipedia oder sonst wo nochmal nachschlagen, wie es genau ist. Aber die Dinge, von denen wir hier reden, die erfüllen natürlich diese Eigenschaft, dass die Distanz nicht 0 ist, wenn die beiden Argumente nicht identisch sind. So. Ach so, hier war es, glaube ich, die L1-Metrik und so, die kannten Sie nicht. Kann das sein? Oder da wussten nicht alle, was das ist. Das ist ganz einfach. Die Distanz zwischen zwei Punkten ist, Sie nehmen also wir reden jetzt hier von einem R hoch N, beliebigen R hoch N, kann man da reden. Das heißt, in jeder einzelnen Koordinate, im Quadratischen ist es eben nur horizontal und vertikal, in jeder einzelnen Koordinate nehmen Sie die Differenz der beiden Punkte, den Betrag davon, und das summieren Sie auf. Gut. Sehen hier ein Beispiel dazu, woher L1-Metrik heißt auch Manhattan-Distanz. Ich weiß nicht, ob Sie mal in Manhattan waren, aber Sie haben vielleicht Bilder dieser Art schon gesehen, sodass klar ist, denke ich, wie der Name inspiriert worden ist. Weil wenn man mal so diese Querschläger wie den Broadway und so ein paar andere Straßen vergisst, dann kommen Sie von einem Punkt A zu einem Punkt B, indem Sie eine gewisse Distanz horizontal oder eine gewisse Distanz vertikal zurücklegen müssen. Wobei das natürlich auch in Treppenstufen sein kann, aber das ändert ja dann an der Distanz im Wesentlichen nichts. So,
Die Originalversion, von der wir es ursprünglich hatten, die sich eben auch so schön in der Ebene darstellen lässt, euklidische Distanzen in der Ebene, ist natürlich ein Spezialfall. Und die euklidischen Distanzen sind dann die Matrix-Einträge, logisch. Nur als zur Begriffsklärung, dass es sie nicht, dass Sie das auch mal gesehen haben. Diesen Spezialfall, mit dem wir gestartet sind, nennt man das euklidische TSP. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob auch der 3D oder noch höherer dimensionaler Fall auch noch euklidisches TSP genannt wird, aber ich denke, wenn man von euklidischem TSP spricht, hat man eigentlich immer die Ebene als den Fall vor Augen. So, versuchen wir mal zu einem ILP zu kommen, also überhaupt erstmal das Ganze mathematisch zu formulieren und dann eben zu gucken, wenn das Ganze hier auf dieser Folie noch nicht die Anforderungen an ein ILP erfüllt, was muss man tun, was kann man tun. So, was ist der Input? Das Einzige, was wir als Input brauchen, ist die Distanzmatrix. Also die Zahl der Knoten, die Zahl der Objekte, auf denen wir eine Rundtour haben wollen und eine entsprechende Matrix, quadratische Matrix, mit deren Dimension gerade die Anzahl der Objekte ist, mit der Semantik. Eintrag IJ ist die Distanz von Objekt I nach Objekt J. Was wir wollen, können wir am einfachsten mathematisch erst einmal umschreiben als eine Permutation der Objekte. In einem zyklischen Rundlauf spielt es eigentlich gar keine Rolle, wo wir beginnen. Ja? Also das ist eigentlich hier gar nicht die Frage, wo wir beginnen sollen, stellt sich hier, so wie wir das TSP typischerweise formulieren, stellt sich hier gar nicht. Dass verschiedene Permutationen natürlich dasselbe beinhalten, dieselbe zyklische Reihenfolge, nur mit verschiedenen Startpunkten hier für unsere Zwecke identisch sind. Was wir minimieren wollen, ist die Kanten auf dieser Permutation, und da müssen wir genau darauf achten. Vom ersten Knoten in der Permutation zum zweiten, vom zweiten zum dritten, vom dritten zum vierten und so weiter und so fort natürlich, bis n-1, weil die letzte Kante ist da in dieser Logik von n-1 nach n, geht genau auf, n-1, n-1 plus 1, vom Knoten n-1 bis zum Knoten n in der Permutation. Und müssen natürlich noch dran denken, dass wir einen zyklischen Durchlauf haben. Das heißt also, die Rückkante vom letzten Knoten in der Permutation bis zum ersten Knoten in der Permutation, diese Länge müssen wir natürlich auch noch dazu addieren. So, noch ein interessantes Beispiel dafür. Das brauchen wir jetzt den Text nicht ganz durchgehen. Das können wir uns auch im Bildchen anschauen. Das ist aus meiner eigenen Praxis. Wann war das genau? So vor 10 bis 15 Jahren. Eine Kooperation mit einem Tochterunternehmen von Philips in Eindhoven, Niederlande. Das ist nur ein Ausschnitt aus der gesamten Problemstellung. Die gesamte Problemstellung, kann ich noch ein paar Worte dazu sagen, aber wir betrachten vor allem diesen Ausschnitt aus der Gesamtproblemstellung. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Es geht um PC-Platinenbestückung. Hier haben Sie eine PC-Platine in dem ganzen Apparat drin, und hier sollen an vorgegebenen Stellen Komponenten platziert werden. Die Komponenten sind hier drin nach Typen aufgeschlüsselt. Ja. Wir haben hier Feeders, ich weiß nicht, wie kann man das ins Deutsche am besten übersetzen. Fütterer ist irgendwie ein bisschen komisch. Also, weiß nicht, wissen Sie ein Wort dafür, dass man da an einer Stelle also Sie müssen sich das so vorstellen, dass
Das ist eine Kartusche, da ist oben eine kleine Aussparung und da kann man immer eine Komponente rausholen und durch einen Federmechanismus oder irgendwas wird, wenn man eine Komponente rausgeholt hat, wird die nächste Komponente dann wieder an dieselbe Position nachgeschoben, bis irgendwann mal der Feeder leer ist. Das ist das Einzige, was in der ganzen Geschichte noch per Hand passiert, nämlich so einen ganzen Trolley rausnehmen aus der Fertigungsstraße und einen neu bestückten wieder reintun, wofür natürlich die Fertigungsstraße mal kurz unterbrochen werden muss. Haben Sie eine Idee, wie man so ein Feeder im Deutschen nennt? Mir fällt da wirklich gerade nichts ein. Bitte? Magazin? Ja. Wobei das, was man mit dem Begriff Feeder im Englischen verbinden würde, jetzt durch das Wort Magazin noch nicht so richtig klar rüberkommt, denke ich. Gut, also wir sind ja in Informatik und in Informatik ist es okay, Englisch zu sprechen, also das sind Feeder. So, also haben wir diese Situation. Hier die einzelnen Feeders, wo die Komponenten jeweils immer an derselben Position wird die Komponente abgegriffen. Was der Roboterarm macht, ist folgendes: Um an einer bestimmten Stelle ein Feeder eines bestimmten, eine Komponente eines bestimmten Typs zu platzieren, geht er erstmal zu dem entsprechenden Feeder, wo dieser Typ Komponente drin ist, irgendwo, ja, je nach Typ. Der Roboterarm hat unten an seiner Spitze eine Pipette. Er geht genau auf die Komponente rauf. Die ist ja immer an derselben Position. Auch die nächste, die nachkommt, ist wieder an derselben Position. Dann wird aus der Pipette die Luft rausgesaugt. Das heißt also, wenn jetzt der Roboterarm hochgeht, dann nimmt er die Komponente mit. So, dann macht er noch einen kleinen Umweg über diese Kamera, und zwar aus dem Grund der Feinkalibrierung. Sie können sich ja vorstellen, mit diesem groben Mechanismus auf eine Komponente gehen, die durch eine rüde Mechanik wieder hochgekommen ist, nachdem letzte Komponente abgegriffen worden ist, dann mit der Pipette das abnehmen, dass das nie hundertprozentig mit der Genauigkeit, die man braucht, die Pipette diese Komponente hochnimmt. Also es ist immer ein klein bisschen verschoben und verdreht, wie ganz, ganz wenig natürlich nur. Und deshalb geht er über die Kamera rüber. Die Kamera stellt fest, wie diese Komponente an der Pipette jetzt leicht verdreht und leicht verschoben dranhängt. Und in der Zeit, wo dann der Roboterarm aufs Board hingeht, um an der richtigen Stelle die Komponente zu platzieren, wird nachgerechnet, wie genau der Roboterarm positioniert und gedreht sein muss, damit die Komponente, die so nicht ganz genau angesaugt worden ist, wirklich genau platziert wird. Dafür ist dieser Weg über die Kamera wichtig. Nun ist es so, dass die Komponenten verschieden sind, verschiedene Typen sind, unter anderem auch verschieden groß, verschieden schwer, sodass nicht jede Komponente mit jeder Pipette, nicht jede Art von Komponente kann ich mit jeder Pipette aufgenommen werden. Deshalb ist hier eine Austauscheinheit, wo an jeder Stelle, wo hier verschiedene Stellen für die verschiedenen Pipetten vorgesehen sind. Das heißt also, wenn der Roboterarm jetzt eine falsche Pipette hat für die nächste Komponente, die er platzieren soll, dann muss er zunächst einmal, bevor er die Komponente holt, zur Austauscheinheit gehen, die momentane Pipette an ihren Platz packen, hingehen zur richtigen Pipette, die holen und dann erst die Komponente holen. Und die Frage, die ich an Sie auch stellen möchte und mit der Bitte, dass Sie nicht in den Folien vorausschauen, ist das jetzt ein TSP oder ist es keins? Fällt das unter unsere allgemeine Definition von TSP oder fällt sie nicht darunter? Also wir machen hier so eine Zirkelgeschichte. Nicht immer Komponente holen, zur Kamera platzieren. Komponente holen, Kamera platzieren, zwischendurch auch mal Austauscheinheit, dann erst Komponente holen, Kamera platzieren. Bitte? Die Reihenfolge ist für unsere Zwecke hier egal.
Sie ist nicht hundertprozentig egal. Es gibt einzelne wenige Fälle, dass etwa eine Komponente auf der anderen zu platzieren ist. Da ist die Reihenfolge offensichtlich nicht egal, aber für unsere Zwecke hier ist die Reihenfolge egal. So, ist das ein TSP oder ist das keins? Bitte? Also, Sie sagen, wenn die Austauscheinheit nicht mehr zählt, also wenn alle Komponententypen mit derselben Pipette aufgenommen werden könnten, dann wäre es ein TSP. Macht auf Sie den Eindruck, okay. Zustimmende, ablehnende, kontroverse Meinungen dazu? Bitte? Ja. Gut, also, ja, bitte? Also, dritte Zustimmung schon. Es macht den Eindruck, ja? Okay, also Sie sagen, man kann es so formulieren, ob es Sinn macht, kann man hinterfragen. Sie behaupten, man kann es so formulieren. Das schreit natürlich nach der Frage, wie kann man das so formulieren? Bitte? Als Punkte nehmen Sie die Punkte auf dem Board, also dort, wo Sie die verschiedenen Komponenten zu platzieren haben. Sie wissen, für jeden Punkt stimmt die Pipette. Okay, also wenn die Pipette nicht nur für diese, also wenn die Pipette fürs nächste stimmt, so ist es zu verstehen, nicht? Wenn auch für die nächste Komponente, die jetzt als nächstes zu platzieren ist, also uns sozusagen unser Stopppunkt in Gedanken, unser Schnappschusspunkt in Gedanken ist immer, wie Sie schon sagten, der Moment, wenn der Roboterarm hier an dieser Stelle ist. Zum Beispiel, nachdem er die Komponente abgelegt hat. Ja, wir müssen ja einen bestimmten Zeitpunkt dann jeweils im Prozess definieren. Okay, so, und wenn die Austauscheinheit, also wenn die Pipette passt für die nächste Komponente, dann wäre also eine Kante von diesem Punkt zu dem nächsten Punkt zu ziehen, und zwar dessen Länge ist die Zeit, die es kostet, zum richtigen Feeder zu gehen, über die Kamera zu dem nächsten Punkt. Okay, und wenn die Pipette nicht stimmen muss, dann die Exchange Unit durchlaufen werden. Ist es dann immer noch ein TSP oder nicht? Die Distanz, wenn die Distanzen vorberechnet werden, dann haben wir eine entsprechende Kante. Bitte? Aha. Also Sie sagen, man muss mehrfach über die Kamera laufen, was beim TSP ja nicht der Fall ist. Was ist Ihre Antwort? Sie haben behauptet, dass es... Okay. Okay. Sie sagen, die Kamera gehört nicht zu den Punkten, die wir betrachten. Ich muss es immer wiederholen, weil man sonst nicht auf der Vorlesungsaufzeichnung mitbekommt, wovon hier eigentlich die Rede ist. Die Kamera gehört nicht zu den Punkten, sondern die Punkte sind nur die Platzierungspunkte auf dem Board. Wir haben eine Kantenlänge, die sich bestimmt aus der Zeitdauer für den Gesamtweg hierhin über die Kamera zum nächsten Punkt, beziehungsweise noch über die Austauscheinheit. Bitte? Was meinen Sie, die Reihenfolge, mit der man die Komponenten aus dem Magazin nimmt, ist nicht modelliert? Die ist beliebig. Das Ziel ist, die Reihenfolge zu optimieren beim TSP. Was kann man nicht mit optimieren, wenn man nur die Punkte auf dem Board betrachtet? Sie können das nicht mit optimieren, dann antworten Sie darauf. Sie müssen das ja verteidigen. Ihre Modellierung wird ja angegriffen. Ja,
Sämtliche Distanzen werden vorberechnet. Das ist der Gag. Das hatten wir schon mal eben bei der Aufzählung. Vorberechnung von Distanzen im Falle von Hürden. Hier haben wir einen anderen Fall, wo es sinnvoll ist, die Distanzen vorzuberechnen. Macht ja auch generell Sinn, ja. Es lässt sich vorberechnen. Warum soll man in einem Optimierungsalgorithmus immer und immer wieder dieselben Werte nochmal neu berechnen, wenn man sie auch vorberechnen kann? Also unabhängig von der Frage, ob das ein TSP ist oder nicht, macht es Sinn, das vorzuberechnen. Und wenn man es vorberechnet, ist es ein TSP, weil sie in der Länge der Kante von einem Punkt zum nächsten Punkt dann diese ganzen Wege mit einberechnen haben, mit oder ohne Austauscheinheit. Ist das klar geworden oder ist das nicht so richtig klar geworden? Bitte? Sie meinen, wie viele Komponenten zu platzieren sind auf so einem Board? Tausende. Da sollte ich vielleicht noch was dazu sagen. Es gibt nicht nur eine solche Station, das ist nur eine Station in einer Fertigungsstraße, wo das Board, die PC-Platine, von einem Station zur nächsten geht. Auf jeder dieser Stationen gibt es eine werden nur gewisse Komponenten platziert. Auch das gehört zur Optimierung dazu, die Aufgaben so die Platzierungsaufgaben so auf die einzelnen Stationen zu verteilen, dass der Durchsatz optimiert wird. Das heißt, dass die letzte Station, die als letztes fertig wird, dass das möglichst schnell passiert. Wobei noch eine Erschwerung dazu hinzukommt, die hier nicht zeichnerisch dargestellt ist, nämlich, dass eine PC-Platine durchaus mit dem vorderen Teil in einer Station und mit dem hinteren Teil, ich hätte jetzt fast gesagt mit dem Hinterteil, also mit dem rechten Teil in einer Station und mit dem linken Teil des Boards noch in der vorhergehenden Station ist. Das heißt also gleichzeitig in zwei sich nicht überlappenden Segmenten von zwei verschiedenen Roboterarmen bearbeitet werden kann, beziehungsweise der Roboterarm kann auch entsprechend bei einer PC-Platine am hinteren Teil arbeiten und bei der anderen PC-Platine am vorderen Teil. Das sind die ganzen Freiheitsgrade, die gleichzeitig zu optimieren sind. Ich habe hier nur einen Teil davon herausgenommen, um den es hier geht, TSB. Habe ich die Frage beantwortet, durch die ich hier darauf zu sprechen gekommen bin? Ich muss jetzt langsam nachdenken, wie war die Frage? Ob die Anzahl der Vorberechnungen nicht zu groß ist, muss man sich halt leisten. Ja? Und es hängt auch davon ab, wie genau man die Vorberechnungen machen sollte, ja. Wenn Sie teilweise mit pauschalisierten Zeiten rechnen, dann können Sie sich die Sache leichter machen, indem Sie für verschiedene Aktionen, die kaum messbare Unterschiede in der Zeit haben, dieselbe Zeit einsetzen. Also ich meine, wir reden hier von Fertigungsstraßen, die wochenlang dasselbe machen. Da kann man sich schon mal ein paar Minuten oder ein paar Stunden Vorberechnung leisten, bevor man den Prozess anstößt. Ist die Frage beantwortet? Gut, okay. Also die erste Antwort ist nein, es ist kein TSP aus den Gründen, die hier genannt worden sind, über die Kamera laufen und alles Mögliche. Die zweite Antwort ist ja, ebenfalls aus den Gründen, die hier genannt worden sind, brauche ich nicht weiter durchgehen. Vielleicht noch die kleine Beobachtung dazu, dass das ein Beispiel ist, wo die Distanzwerte nicht symmetrisch sind. Ja, die Zeit, die es braucht, um eine Komponente des Typs A hierhin zu platzieren und danach eine dahin zu platzieren oder umgekehrt, erst die Komponente des Typs B hierhin platzieren und dann Komponente des Typs A hierhin zu platzieren, die haben ja nichts miteinander zu tun, diese beiden Zeiten. Die können beliebig unterschiedlich sein. Gut, das ist noch nicht die gesamte Geschichte. Selbst wenn wir uns nur auf den TSP-Teil beschränken, das hatte ich ja kurz gesagt, teilweise haben wir Reihenfolgebeziehungen drin, dass bestimmte Komponenten erst platziert werden müssen und dann erst andere. Zum Beispiel, wenn die eine Komponente unten und die andere Komponente oben drauf ist. Ein offensichtlicher Punkt.
dann ist man nicht, wenn man solche Bedingungen drin hat, oder denken Sie ans Zeitfenster, dass nur in einem bestimmten Zeitraum des gesamten Zyklus eine bestimmte Station angefahren werden darf. Wenn man solche Bedingungen drin hat, ist es nicht mehr ein TSP. Und also, ich habe mal vor vielen Jahren mit einem sehr erfahrenen Wissenschaftler, der auf dem Gebiet arbeitet, gesprochen, und wir waren uns einig, wir haben beide noch nie ein TSP in Reinkultur in der Praxis gesehen. Es waren immer irgendwelche Zusatzbedingungen dabei, wie hier diese Reihenfolgebeziehung oder ähnliches. Und die es gibt unheimlich viele Arbeiten, algorithmische Arbeiten zum TSP, zum TSP in Reinkultur. Es gibt natürlich auch viele algorithmische Arbeiten zu diesen erweiterten TSPs. Aber was diese algorithmische Ansatz in Reinkultur angeht, ist die interessante Frage immer natürlich aus praktischer Sicht, welche von den von diesen algorithmischen Ansätzen kann man auf reale Situationen anwenden, wo wir kein TSP in Reinkultur mehr haben, welche gehen dann dabei schief. Solche Fragen werden aber bei mir nicht im Sommersemester geklärt, sondern regelmäßig im Wintersemester an der Frage Optimierungsalgorithmen. Auch ich verwende dort das TSP auch sehr gerne als ein Fallbeispiel, um verschiedene algorithmische Ansätze zu erklären. Und da kommt natürlich dann auch zur Sprache, wenn wir nicht TSP in Reinkultur haben, sondern eine komplexere Situation, eine praxisnähere Situation, was ist dann über die einzelnen Ansätze dann zu sagen. So, wir sollten unser Ziel nicht aus dem Auge verlieren, und hier kommen wir jetzt wieder zu unserem Ziel hin. Wir wollen das TSP als ein ILP modellieren. Also, gehen wir nochmal zurück, ein paar Folien zurück. Hier, das ist nicht kein gangbarer Ansatz, ja. Damit sind wir schon aus dem Linearen heraus. Ja, das Permutationen sind nicht linear. Eine Variable als Index einer anderen Variable ist nicht mehr linear. Wir sind weit, weit weg von Linearität. Ist nicht gangbar. Wir müssen uns was anderes überlegen. Was man sich überlegen kann, um TSP ganzzahlig zu modellieren, und das ist eine typische Modellierung, die haben wir auch schon im Zusammenhang mit OPL, haben wir Dinge schon so modelliert, als wir kürzeste Wege in OPL modelliert haben, ist genau dasselbe. Für jedes Paar haben wir eine Variable xi, für jedes Paar von i nach j haben wir eine Variable xi, die ist 0 oder 1, i für Integer, ganzzahlig, und die Semantik soll sein, ich betone soll sein, dass xj gleich 1 gleichbedeutend damit ist, dass in der Rundtour von i unmittelbar nach j gegangen wird. Ich betone das soll sein, deshalb, weil wir müssen das, wenn das die Semantik ist, die x haben soll, dann müssen wir das durch die Nebenbedingungen sicherstellen, dass das genau die Semantik ist, die x hat, ja. So ein Solver, ein Löser für ILP kann das ja natürlich nicht wissen. Dem können wir nicht sagen, bitte lieber Solver, sorg dafür, dass xij gleich 1 bedeutet, dass ij auf der Rundtour ist, sondern dem müssen wir das in Form von Nebenbedingungen sagen. Aber zunächst einmal die Zielfunktion, die haben wir damit schon mit so einem Ansatz schon modelliert. Also das, was wir minimieren wollen, das kennen wir schon, das Muster. XIJ ist eine Variable in 0 und 1, also lineare Bedingungen XIJ kleiner gleich 1, XIJ größer gleich 0, plus die Ganzzahligkeitsbedingung, passt. Das heißt also, wenn XIJ gleich 1 ist, wird hier für IJ aufsummiert der Wert DIJ, und wenn XIJ gleich 0 ist, dann wird hier, dann ist der ganze Summand 0, logisch. Das heißt, was wir effektiv hier aufsummieren, sind die DIJ-Werte für alle XIJ, für alle IJ, für die XIJ gleich 1 ist. Wenn wir es hinkriegen, die Semantik zu erfüllen, die wir uns vorgenommen haben, dann ist diese Summe
auf jeden Fall die Länge einer Rundtour und wenn wir diese Summe minimieren, dann kriegen wir eine minimale Rundtour. Dann passt es. Wir müssen also nur in Anführungszeichen dafür sorgen, dass diese Semantik erfüllt ist. So. Erstmal eine notwendige Bedingung dafür, dass die XY eine Rundtour bilden. Also eine Tour hat erfüllt auf jeden Fall die Bedingung, dass für jeden einzelnen Punkt auf der Rundtour, für jeden einzelnen Objekt, das angelaufen wird, dass es genau einen Nachfolger gibt und genau einen Vorgänger. Das heißt, es gibt genau ein J1, sodass das genau auf I folgt, also XY gleich 1, und es gibt genau ein J2, auf das I folgt, also XY2 I gleich 1. Und das kennen wir schon von OPL, wie wir dafür dieses genau einmodellieren, indem wir aufsummieren über alle Vorgänger J ungleich I, über alle Nachfolger, über alle potenziellen Nachfolger, sprich alle anderen Punkte, die nicht gleich I sind, deshalb J ungleich I, summieren wir die XY-Werte auf und sagen, da muss 1 rauskommen. Und Sie wissen ja, das haben wir schon geklärt vor ein paar Wochen, wenn wir eine Summe haben, deren Summanden 0 oder 1 sind und die Summe ist insgesamt gleich 1, dann bedeutet das, genau ein Summand ist 1, alle anderen Summanden sind 0. Genau eine Kante der Form XY geht aus ihr raus und spiegelsymmetrisch natürlich dasselbe mit den Kanten, die nach Nord hineingehen. So. Was stimmt noch nicht an diesem Bild? Ja, das sind erstmal notwendige Bedingungen. Sind sie auch hinreichend, um eine Tour zu spezifizieren? Ja, natürlich nicht, sonst hätte ich das nicht so geschrieben auf der nächsten Folie. Was ist das Problem? Genau, können wir jetzt hier hinspringen. Also zum Beispiel, wenn wir euklidische Distanzen haben und das sind die Punkte in der Ebene, die miteinander verbunden werden, dann dürfte das die optimale, die kürzeste Lösung sein, was nicht das ist, was wir wollen. Anstelle einer Rundtour haben wir mehrere Subtouren. So ist der offizielle Begriff, der sich in der Literatur etabliert hat. Das müssen wir also noch ausschließen. Und darum geht es eigentlich im Kern in diesem Kapitel, wie man Bedingungen hinbasteln kann, mit denen man solche Subtouren ausschließt, dass alle Lösungen, die noch vorkommen, Rundtouren sind. Und das ist noch wichtig, nicht vergessen, die Bedingung so hinzubasteln, nicht nur, dass solche Subtourbilder ausgeschlossen sind, sondern auch noch zusätzlich, dass keine echte Rundtour ausgeschlossen wird. Denn jede echte Rundtour, die wir ausschließen, aus Versehen, durch unsere zusätzlichen Bedingungen, kann zufällig die einzige beste Rundtour sein und das wäre schlecht. Also, das ist die Zielsetzung, Bedingungen schaffen, die keine Rundtour ausschließen, aber jede Möglichkeit des Zerfalls in Subtouren ausschließt. So, jetzt erstmal ein erster einfacher Ansatz, mit dem wir noch nicht zufrieden sein können werden. Habe ich das jetzt richtig mit Futur verwendet? Also wir werden sehen, dass wir damit nicht zufrieden sein können, aber immerhin schon mal ein erster Ansatz. So, wenn Sie sich dieses Bild nochmal ansehen, dann sehen Sie natürlich, Sie können partitionieren. Sie können die Punktemenge in zwei Teilmengen partitionieren. Die Objektemenge in zwei Teilmengen partitionieren, zwei nicht leere Teilmengen, ist wichtig, sodass also in dem einen Partitionsmenge S ein paar Punkte drin sind, mindestens einer, und in der S-Komplementmenge auch ein paar Punkte drin sind, mindestens einer. So, und wenn wir jetzt für diese Partitionierung in die Objekte hier links und rechts, wenn Sie sich mal diese Bedingung anschauen, eine Rundtour würde diese Bedingung erfüllen. Was steht hier? Was ist die Bedingung? Wir betrachten Kanten von I nach J, sodass I in S und J in S quer ist. Das kann man vielleicht nicht so genau sehen, da müssen Sie genau hinschauen.
Das heißt also Kanten, die hier von links der Trennlinie nach rechts der Trennlinie gehen. Das ist natürlich nicht alles immer so schön darstellbar. Das ist nur hier so schön darstellbar, weil ich das Beispiel so gebastelt habe. Aber im Allgemeinen reden wir natürlich von Dingen, die wir nicht mehr grafisch darstellen können. Aber hier ist es schön grafisch darstellbar. Ja? Alle Kanten, die hier von links über diese gestrichelte Linie nach rechts gehen, werden aufsummiert. Größer gleich 1 bedeutet, mindestens eine Kante muss Wert 1 haben, mindestens eine Kante muss in der Tour drin sein. Und das ist hier nicht erfüllt. Ja, es gibt von keinem dieser drei Knoten hier, zu keinem dieser Knoten hier, eine Kante. Also ich bitte um Entschuldigung, dass ich mal von Punkten, von Objekten, von Knoten rede. Ich könnte mich an diesem Punkt besser konzentrieren, denke ich, aber Sie werden mir nachsehen, dass ich die Konzentration eher auf andere Aspekte hier, meine eigene Konzentration eher auf andere Aspekte hier lenke und nicht immer haarscharf schaue, dass ich immer denselben Begriff nehme und die anderen Synonyme vermeide. Also Synonym ist auch falsch gesagt, aber die anderen Begriffe, die man hier dafür verwenden könnte. So, und wenn wir das jetzt dieses Schema jetzt anwenden für jede Teilmenge, die eine echte Teilmenge ist, sodass auch das Komplement eine echte Teilmenge ist, also sodass wir wirklich die Knoten echt partitionieren in zwei Teilmengen, die nicht hier ist es nochmal, die nicht beide sind nicht leer und beide sind nicht die gesamte Knotenmenge. Und wenn wir das also für jede dieser Zerlegung, dieser Partitionierung der Knotenmenge in S und S quer diese Bedingung aufstellen, dann haben wir für jede Möglichkeit, dass sich hier Subtouren gebildet haben könnten, die Möglichkeit eben ausgeschlossen, dass diese Subtouren sich gebildet haben. Ja? Egal, wie sich Subtouren gebildet haben könnten, sie können S und S quer so definieren, dass sie halt eine Subtour auf der einen Seite haben und alle anderen Subtouren auf der anderen Seite, und dann wird diese Bedingung für diese Menge S greifen und dafür sorgen, dass dieses Bild nicht stimmen kann. Das heißt, alle Subtouren sind ausgeschlossen. Und Rundtouren sind nicht ausgeschlossen. Keine einzige Rundtour ist ausgeschlossen, denn für jede Rundtour gilt und für jede Partitionierung in S und S quer gilt, dass es mindestens eine Kante von S nach S quer gibt. Logisch. Das heißt, damit hätten wir prinzipiell unser Ziel erreicht. Vielleicht noch eine einsichtsreiche Frage nebenher. Warum nicht gleich 1? Warum größer gleich 1? Ganz einfach, wenn Sie sich eine Rundtour hernehmen, dann können Sie immer, also wenn das nicht eine triviale Pipifax-Anzahl von Knoten drin ist, sondern wenn Sie ausreichend viele Knoten drin haben, wenn das Ganze ausreichend groß ist, dann können Sie immer S und S quer so definieren, das habe ich hier nun mal am Beispiel angedeutet, dass ich mindestens zwei Kanten, die hier und die hier von S nach S quer gehen, halt, das war die falsche, glaube ich, wo geht ihr jetzt? Hier von S nach S quer geht eine Kante und hier von S nach S quer geht eine Kante. Ja, Sie können S und S quer immer so wählen, dass diese Rundtour verboten wäre, wenn es nicht größer gleich 1, sondern gleich 1 wäre. Ja, also es ist keine gute Idee, hier zum Beispiel, um dem Löser Hilfestellung zu geben, dass er schneller läuft, zu sagen, okay, ich setze das auf gleich 1 statt auf größer gleich 1. Hier käme dieses Problem. Am Ende wäre die Lösungsmenge leer, wenn Sie statt größer gleich 1 schreiben. Bitte? Ja, da kommen wir jetzt genau dazu. Es gibt zwei Orenteilmengen. Dumm gelaufen, ne? Kommen wir gleich dazu. Kleinen Moment. Warte, bitte. Also, das ist ein grundsätzliches Problem. Wir sind nicht in der Mathematik, wir sind in gewisser Weise vor der Mathematik. Ja? In der Mathematik sind Sie erst, wenn Sie sagen,
gegeben ist, einen Vektorraum über einem Körper oder ähnliches, oder wenn Sie wie hier sagen, gegeben ist eine das und das ILP oder was weiß ich. Hier geht es darum, um mathematische Modellierung, hier geht es darum, hinzukommen zu einer Situation, in der wir sagen können, okay, das ist mathematisch die Situation und jetzt können wir Schlussfolgerungen machen. So, wie üblich in der außermathematischen Wissenschaft, also es gibt mathematische exakte Wissenschaft, nicht? Es gibt spekulative Wissenschaft, das finden Sie etwa bei der Philosophie und man kann sich darüber streiten, ob die theoretische Physik spekulativ ist oder nicht. Und es gibt empirisch überprüfbare Wissenschaft. Das ist alles andere, soweit ich weiß. Also mir würde jetzt keine andere, noch weitere Möglichkeit einfallen. Also wenn man es genau nimmt, wäre auch eigentlich die ganze Mathematik empirisch überprüfbar. Ja, wenn Sie sich vorstellen, ein einfaches Beispiel, der Umfang eines Kreises ist Durchmesser mal Pi. Das kann man mathematisch beweisen und alles, aber es ist nicht wirklich hundertprozentig ausgeschlossen, dass man irgendwo im Universum mal eine Fläche findet, die bis auf Epsilon eine Ebene ist, und man findet darin eine Kurve, die bis auf Epsilon ein Kreis ist, und das Verhältnis zwischen Umfang und Durchmesser ist nicht bis auf Epsilon gleich Pi. Es ist extremst unwahrscheinlich natürlich. Wenn man davon ausgeht, dass die Formel stimmt, wird man keinen handwerklichen Fehler machen. Aber es ist nicht denklogisch ausgeschlossen. Es kann immer auch sein, dass man beispielsweise im Beweis dafür irgendwo was falsch bedacht hat. Es gibt viele mathematische Beweise, die nicht korrekt sind, aber publiziert. Sie haben noch eine Frage dazu? Ja, oder dass man feststellt, dass die Vorbedingungen, unter denen diese Formel gilt, nicht wirklich hundertprozentig durchdacht sind. Ich habe mit Bedacht ein Beispiel gewählt, wo man eigentlich denken würde, kann ja nichts sein. Ja, ich weiß nicht, ob Sie in der Mathematik gesehen haben, man kann es analytisch beweisen, dass diese Formel gilt. In der Analysis kann man das beweisen, aber das heißt, nicht wirklich hundertprozentige Sicherheit wird man nie haben, wenn man nicht das ganze Universum kennt. Und dann geht es ja weiter, dann gibt es ja noch weitere Universen möglicherweise. So, Korrektheit kann man niemals bestätigend, also man kann niemals positiv Korrektheit von so einem mathematischen Modell beweisen. Das ist generell in der empirisch überprüfbaren Wissenschaft so. Es kann immer passieren, dass es ein Gegenbeispiel kommt, was Ihnen Ihre schöne Theorie kaputt macht, aber Sie können niemals wirklich beweisen, dass Ihre Theorie hundertprozentig stimmt. Dass es nie ein Gegenbeispiel kommen kann. Spätestens seit Karl Popper, sagt Ihnen der Name was? Karl Popper? Also unter anderem Wissenschaftstheoretiker, also ein Mensch, mit dem man sich durchaus mal beschäftigen sollte, zumindest mal Wikipedia-Eintrag gelesen haben sollte, denke ich, ist meine persönliche Meinung. Er hat es zum ersten Mal eine Grundregel formuliert, die in verschiedenen diskutierten Varianten bis heute eigentlich allgemeiner Konsens ist, also nicht wirklich Konsens, aber die Basis für alle weitere wissenschaftstheoretischen Betrachtungen, so kann man das, glaube ich, formulieren, nämlich er hat einfach festgesetzt, definiert, Wissenschaft ist nur das, was prinzipiell falsifizierbar ist. Also die Aussage, es gibt einen Gott, ist prinzipiell nicht falsifizierbar. Ja, wie wollen Sie das jemals widerlegen? Die Aussage, dass es einen Gott gibt. Oder die Aussage, der Kommunismus funktioniert, ist prinzipiell nicht falsifizierbar. Ja, da kann man nicht Nordkorea, Kuba oder früher den Ostblock und so weiter als Gegenbeispiele hernehmen, denn das beweist nicht, dass es nicht in Zukunft auch eine Möglichkeit gibt, dass der Kommunismus mal funktioniert.
Ja, das heißt also, nach diesem Diktum sind solche Aussagen wie Gott existiert oder der Kommunismus funktioniert keine wissenschaftlichen Aussagen. Kann man verschieden sehen, aber das ist zunächst mal, wie gesagt, die Basis aller weiteren Wissenschaftstheorie. Sir Karl Popper hat sich auch mit politischer Philosophie sehr intensiv befasst, vor dem Hintergrund Nazizeit, Zweiter Weltkrieg, Stalinismus, ist er, wie man sich vorstellen kann, zu einer sehr pessimistischen Vorstellung gekommen. Ist meines Erachtens lesenswert. Sein Hauptwerk da sagt der Titel, denke ich schon, dass es ein sehr wichtiges Thema ist. Der Titel lautet Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Okay. So viel dazu. Also, wir sind hier aber auf dieser Folie mitten in der Wissenschaftstheorie natürlich drin. Evidenz kann nur ein Modell rechtfertigen, kann ein Modell belegen, theoretische Evidenz, dass man sich überlegt, theoretisch, kann das sein, muss das sein, das muss eigentlich so sein und so weiter und so fort, aber nie schlussendlich letztgültig und genauso empirische Evidenz. So, Sie kennen das ja vom Programmieren. Genau, ob ein Programm korrekt ist, ist auch ein schönes Beispiel dafür. Warten Sie mal, wie jetzt? Sie können niemals beweisen, dass ein Programm korrekt ist. Okay, es gibt schon eine Menge Fortschritte bei automatischer Verifikation, aber Sie wissen, denke ich, aus der theoretischen Informatik, wie heißen die Vorlesungen? Formale Grundlagen der Informatik, denke ich doch, dass Sie gesehen haben, dass man niemals für alle Programme, die man sich überhaupt nur vorstellen könnte, beweisen kann, dass sie korrekt sind, dass sie überhaupt nur terminieren. Kennen Sie das? Haben Sie es mal gesehen oder nicht? Sie haben sowas hoffentlich mal gesehen, sonst hätte ich da ernsthafte Zweifel am Curriculum. Das Halteproblem, das ist das Stichwort an der Stelle, das kennen Sie. Ja, also das ist ein anderes Beispiel, so wie hier Modellierung. Sie können niemals beweisen, dass Ihr Modell richtig ist. Sie können niemals beweisen, dass Ihr Programm richtig ist. Man kann sich dem bis zu einem gewissen Grade durch Theorem Proving nähern, beziehungsweise was Sie ja meistens in der Praxis machen, so nach dem Motto, das Ding ist jetzt seit 3 Jahren im Einsatz, da haben Tausende von User schon mitgearbeitet, es ist kein Fehler mehr aufgetreten, passt. Ist natürlich kein letztgültiger Schluss, aber so ein bisschen hemdsärmlich, pragmatisch ist es das, was man tut, nicht? Das heißt also, wir reden hier nicht unbedingt wirklich von etwas Rigorosem, sondern eher von, ich weiß nicht, ob künstlerisch das richtige Wort da ist. Man könnte auch sagen, das ist schwarze Kunst, die wir hier betreiben. Aber vielleicht so schwarz ist sie auch nicht. So, jetzt haben wir aber genug philosophisch, wissenschaftsphilosophisch resoniert. Jetzt kommen wir wieder zu der Problemstellung zurück. So, jetzt kommen wir zu Ihrer Frage zurück. Wir haben für jede Teilmenge der Menge 1 bis n, die diese zwei Eigenschaften erfüllt, haben wir eine Bedingung drin. Jetzt haben wir das Problem. Wir haben Teilmengen von 1 bis n sind 2 hoch n viele. Zwei Teilmengen haben wir hier ausgeschlossen. Ja? S gleich leer haben wir ausgeschlossen und S gleich die Gesamtmenge haben wir ausgeschlossen. Von diesen 2 hoch n haben wir ganze 2 Mengen ausgeschlossen. Naja, das macht jetzt nur nicht den Unterschied, nicht? Das heißt also, wir sind im Prinzip bei 2 hoch n. Also dieses highly undesirable, das würde ich mal einstufen als gepflegtes englisches Understatement. Also wir kommen hier nicht weiter. Stimmt nicht ganz. Es gibt
algorithmische Ansätze für ELP, sehr erfolgreiche Ansätze, wo man sich nicht alle Bedingungen von vornherein anschaut, sondern nur bei Bedarf und wo man hoffen kann, dass gar nicht alle Bedingungen wirklich benutzt werden müssen, wirklich angeschaut werden müssen, sondern nur ein ganz kleiner Bruchteil aller Bedingungen, um zu einer Optimallösung zu kommen. Das heißt, ist nicht ganz so schlimm, aber hier erst einmal wollen wir nicht. Wir wollen was Besseres. Können wir etwas deutlich Besseres, mindestens polynomiell mit einem kleinen Polynom, mit einem kleinen Grad des Polynoms, können wir eine asymptotische Größe hinbekommen, die deutlich kleiner ist als 2 hoch n. Und Sie sehen das Wort affirmative hier wieder, was ich eben schon mal auf der vorhergehenden Folie in einem anderen Kontext verwendet hatte. Eine bestätigende Antwort, eine Ja-Antwort, die wir uns jetzt auf den nächsten Folien ansehen. So, erstmal nochmal die Problematik. Versuchen wir nochmal genau uns die Problematik anzuschauen. Die Anzahl der Variablen, diese x-Werte, die ist ja quadratisch groß. Das ist auch ärgerlich, aber es ist nichts im Vergleich zu 2 hoch n. So, diese ganzen Bedingungen, dass genau eine Kante rein, genau eine Kante rausgeht, sind 2n-Gleichungen und auf diesen Variablen. So, dann haben wir noch x größer gleich 0 und x kleiner gleich 1. Das gibt auch nochmal eine quadratische Anzahl von Variablen, von Bedingungen, Entschuldigung. Das Ganze ist also polynomiell groß, sogar nur quadratisch groß. Also quadratische Anzahl von Zeilen, quadratische Anzahl von Spalten. Also insgesamt Größe der Matrix eigentlich hoch 4. Da kommen wir nochmal drauf zu sprechen gleich, glaube ich. Also das erfüllt zumindest mal wenigstens die Bedingung, die bescheidene Bedingung, dass wir auf quadratisch, also auf polynomieller Größe bleiben. Nur diese Bedingungen, wo wir die 2 hoch n reingekriegt haben, die Bedingungen, die dafür sorgen, dass keine Subtouren möglich sind, nur diese Bedingungen müssen wir noch klein kriegen. So, aber ich hatte hier gesagt, also n quadratisch viele Zeilen, quadratisch viele Spalten, das ist natürlich auch nochmal angenehm. In der vierten Potenz ist die Matrix groß. Nicht wirklich, muss man nicht haben. Also, wenn Sie eine Matrix einfach so in Java oder in einer anderen Sprache kodieren, dann haben Sie bei einer m-kreuz-n-Matrix natürlich m mal n Einträge. Die dann irgendwie intern spaltenweise oder zeilenweise in eine große lange Sequenz von Einträgen umgewandelt wird. Wir haben hier aber die Situation, die wir typischerweise haben, wenn wir große Matrizen haben. Nicht nur in den Situationen, die wir hier betrachten, sondern auch beispielsweise, denken Sie an Lösung von Differentialgleichungssystemen in Form von Matrizen, auch in der Ökonomie. Es ist überall dieselbe Situation. Die Matrizen, um die es da geht, sind dünn besetzt. Dünn besetzt heißt, die bei weitem fast alle Einträge, nur eine ganz kleine Anzahl von Einträgen, ist nicht null. Und in so einem Fall würde man eine Matrix ganz anders kodieren, als ich es eben dargestellt habe. Sehr viel platzsparender, auch laufzeitsparender, weil wenn die Null-Einträge nicht drin sind, dann werden die auch nicht mitprozessiert. Was wir haben ist, für jede Spalte haben wir eine Liste, also denken Sie an ein Array. Liste ist hier zu verstehen nicht als lineare Liste, als Linked List, sondern als Oberbegriff, als Sequenz für alle möglichen Implementationsformen. Haben wir nur eine Sequenz für jede Nährspalte, nur eine oder für jede Zeile, ist egal, nur eine Sequenz der Nicht-Null-Einträge überhaupt gespeichert. Und zwar für jeden Nicht-Null-Eintrag der Matrix natürlich den Wert ungleich Null, der darin steht. Und wenn wir das spaltenweise organisieren, wie hier als Beispiel gewählt, dann muss natürlich auch noch die Zeile, die Nummer der Zeile gespeichert werden, in der dieser Nicht-Null-Eintrag
drin vorkommt. Das haben wir als zusätzliche Information drin, die wir noch mitspeichern, mit evaluieren müssen. Aber das ist in den Fällen, von denen wir hier reden und den wir auch hier ganz konkret haben, ist das natürlich nichts verglichen damit, dass wir uns die ganzen Nulleinträge gespart haben. So, und wir bekommen insgesamt eine Größe heraus, eine Darstellungsgröße, die linear in der Anzahl der Nicht-Null-Einträge ist. Wir haben nur für den Nicht-Null-Eintrag zwei Zahlen, den Wert dieses Nicht-Null-Eintrags und die Zeile, in der dieser Nicht-Null-Eintrag in seiner Spalte steht. So, das können Sie nochmal gucken hier, wie das aussieht. Also hier, übungsweise können Sie sich das selber anschauen. Reduziert sich natürlich das, was wir hier gesagt haben, enorm, wenn die Null-Einträge alle wegfallen. Und die Größenordnung ist dann insgesamt, da können Sie sich selber angucken. Jedenfalls ist es natürlich auch eine enorme Reduktion der Größenordnung von vierter Potenz auf irgendwas Kleineres. So, jetzt, das war jetzt nur der Exkurs, Darstellung, Einkodierung von Matrizen. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Problemstellung zurück. Machen erst einmal eine ganz einfache Annahme hier. Also kennen Sie das WLOG? Wissen Sie, was das heißt? Bitte? Genau. Also dasselbe wie im Deutschen OBDA, nicht? Ohne Beweis der Annahme. Nein, nicht ohne, sondern ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Im Englischen heißt es without loss of generality, also ohne Verlust der Allgemeinheit. Okay, ich denke, es ist klar. Ich hatte ja gesagt, dass es eigentlich hier in unserem Setting hier vollkommen egal ist, wo die Runde startet. Also haben wir einen Freiheitsgrad drin. Wir können einfach festlegen, der Punkt, das Objekt mit Index 1, das erste in unserer Indizierung, ist auch der erste, wo die Rundtour startet. So, das legen wir einfach fest. Diesen Freiheitsgrad haben wir, damit haben wir uns nichts kaputt gemacht. So, jetzt betrachten wir die anderen Objekte, also 2 bis n. Eins haben wir festgelegt, jetzt machen wir was mit 2 bis n. Was machen wir da? Eine grundsätzliche Sache, die immer wieder sehr, sehr sinnvoll ist, hier würde ich dann gerne mal einen Exkurs machen. Wenn man etwas mit den Variablen, die man hat, die man sich überlegt hat, hier wie unsere x, wenn man es damit nicht vernünftig modelliert kriegt, wie man es haben will, kann man sich immer überlegen, kann man nicht noch weitere Variablen hinzunehmen, sodass man es zusammen mit diesen Variablen und die alten Variablen hinkriegt, das Ganze vernünftig zu modellieren, wie man es haben will. Ja, eine grundsätzliche Sichtweise, eine grundsätzliche Herangehensweise. Also Einbettung in einen höherdimensionalen Raum, indem Sie noch weitere Dimensionen hinzunehmen, so können Sie das ja auch interpretieren, oder etwas hemdsärmeliger interpretiert, neue Variablen hinzunehmen, die Ihnen Möglichkeiten bieten, neue Bedingungen zu schreiben, die Sie auf den alten Variablen nicht hätten schreiben können. Ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, wie Sie das kennen, aus einem anderen Kontext, sehr viel einfaches Beispiel, ist homogene Koordinaten. Kennen Sie homogene Koordinaten? Wer von Ihnen kennt homogene Koordinaten? Eine Meldung. Dann möchte ich gerne hier, um diese Bildungslücke zu schließen, denn darum handelt es sich meines Erachtens, möchte ich hier mal einen kleinen Exkurs machen zu homogenen Koordinaten. Sie wissen aus der linearen Algebra, dass man viele geometrische Transformationen als lineare Funktionen, sprich als Matrizen, darstellen kann. Nicht? Sie wissen, dass es möglich für Rotationen, also wenn wir jetzt im zweidimensionalen Fall bleiben, dann haben Sie sowas wie Cosinus x minus Sinus x Sinus x Cosinus x. Ich hoffe, ich habe das aus dem Gedächtnis jetzt richtig gemacht. Das ist die Rotationsmatrix um einen Winkel x ausgedrückt im Bogenmaß. Das kennen Sie doch, oder?
Wenn Sie das multiplizieren, warten Sie mal, ich benenne das anders. Das hier soll jeweils Alpha sein. So, Winkel. Wenn Sie das multiplizieren mit xy, dann kommt da, na, schreibt wieder nicht richtig, dann kommt da xy um den Ursprung gedreht, um den Winkel Alpha raus. Das kennen Sie doch, oder? Andere Operationen wie Spiegelung, Parallelprojektion auf einen Unterraum, das sind auch Beispiele für auch genauso gut Skalierung, also das ganze Szenario um einen Faktor vergrößern, aufblähen oder kondensieren. Das sind alles lineare Funktionen, die man entsprechend mit solchen Matrizen darstellen kann, nicht? Das ist Ihnen bekannt aus der linearen Algebra, hoffe ich doch mal sehr. So, jetzt gibt es aber andere Operationen, die man auch gerne im Spiel haben möchte, die aber nicht per se linear sind. Eine sehr wichtige Operation, die nicht linear ist, ist die Translation. Ja, Sie können sich, also, dass Sie die ganze Szenerie um einen Vektor in eine Richtung, jeden einzelnen Punkt um denselben Vektor in dieselbe Richtung verschieben. Das ist keine lineare Transformation. Können Sie nicht als Matrix ausdrücken. Außer, wenn Sie sich eine Dimension mehr spendieren. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das aus dem Kopf, ich habe es bis jetzt jedes Jahr aus dem Kopf hingekriegt. So, ich muss das so, xy mal xy soll gleich, wir brauchen etwas mehr Platz dazu, wir brauchen eben das, was ich sagte, wie sieht das aus? Wir brauchen noch eine Variable mehr, eine Dimension mehr, und was rauskommen soll, ist x plus a und y plus b. Das ist unser Ziel. Wir wollen eine Matrix so bauen, dass wenn ich die Matrixmultiplikation anwende, also diese lineare Funktion anwende auf diesen Vektor, dann diese Translation um eine Konstante a und eine Konstante b passiert. Also für alle x und y dieselben dieselben Differenzen a und b. Ist klar, worauf ich hinaus will? Oder ist das jemandem nicht klar? So, wenn ich jetzt noch eine Variable mehr spendiere, und ich glaube, es müsste reichen, dass ich die auf 0 setze, auf 1 setze. Jetzt schauen wir mal, wie muss das aussehen? 1, 0, a. 0, mache ich das jetzt richtig aus dem Kopf? 0, 1, b. Können Sie es lesen? Naja, geht so. So, was ich hier rausbekomme, ist x plus a, y plus b. Und was ich hier rausbekomme, ist hier unten irgendwas mache ich noch falsch, oder? 001 muss rauskommen. Danke. 001. Also 0x plus 0y plus 1 gibt 1. Hops. Und Sie sehen, außer dass es nicht ordentlich schreibt, Sie sehen, ich habe durch Hinzunahme einer weiteren Dimension hinbekommen, dass auch die Translation eine lineare Transformation ist, sodass Sie wissen, lineare Transformation verknüpfen heißt, die Matrizen zu multiplizieren, und in diesem Spielchen ist jetzt die Translation mit drin, wo sie vorher nicht drin war. Das gilt nicht nur für die Translation, das ist das einfachste Beispiel, beispielsweise auch Punktprojektion lässt sich auf die Art und Weise als lineare Transformation darstellen, und diverse andere Sachen, die so auf den ersten Blick aussehen, als ob sie linear wären, also wo keine echten Kurven oder sowas drin ist,
lassen sich auch darstellen. Das ist meines Erachtens ein schönes, eingängiges Beispiel. Und zwar auch meines Erachtens gehört es zur Allgemeinbildung in der Informatik. Wenn ich Lineare Algebra für Informatiker lesen würde, würde ich es damit anfangen. Ganz am Anfang des ersten Semesters machen, aber gut, man kann das unterschiedlich angehen. Aber Sie sehen, worum es geht. Durch eine neue Variable, in diesem Fall nur eine, das nennt man homogene Koordinaten, dass man nach so einem Schema, da steht nicht immer eine 1, da muss man unter Umständen auch andere Werte einsetzen, je nach Situation, dass man eben eine weitere Dimension hinzufügt und dann damit rechnet. So, jetzt kommen wir nach diesem Exkurs, dahin, hierhin wieder zurück. Genau dasselbe machen wir hier, bloß vielleicht ein klein wenig komplizierter und ein klein wenig weniger anschaulich. Wir haben, wie gesagt, festgelegt, bei 1 fängt es an, die Rundtour, und für jedes andere haben wir eine neue Variable, die nennen wir U, das habe ich irgendwo aus einem Lehrbuch geklaut, die Bezeichnung U, ich weiß nicht, warum das U ist, habe ich einfach übernommen. So, was ist die Idee? Wir wollen Nebenbedingungen einführen, sodass zwei Bedingungen erfüllt sind. Ja, die eine Bedingung hatte ich ja genannt. Keine Rundtour auf der Gesamtmenge ist ausgeschlossen, denn wenn wir eine Rundtour ausschließen, könnte es zufällig gerade die kürzeste gewesen sein. Schlecht. Wir wollen keine Rundtour ausschließen durch die Nebenbedingungen. So, und jetzt ist die Formulierung ein klein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Auf der Teilmenge 2 bis n aller Objekte wollen wir Subtouren ausschließen. Das reicht, denn wenn das Ergebnis in Subtouren zerfällt, wenn es keine gesamte Rundtour ist, sondern in mehrere Subtouren zerfällt, dann gibt es höchstens eine Subtour, die 1 enthält, und alle anderen Subtouren, mindestens eine muss es ja noch geben, alle anderen Subtouren enthalten nur Objekte 2 bis n. Das heißt also, wenn wir Subtouren auf 2 bis n ausgeschlossen haben, haben wir den Zerfall in Subtouren insgesamt ausgeschlossen. Also, wenn wir das schaffen, ja, das ist ja zunächst mal nur die Idee. Wenn wir das schaffen, dann haben wir wieder ein korrektes Modell, eine korrekte Modellierung. So, was ist die Intuition hinter diesen UI-Variablen? Die Intuition ist, dass wir da wieder auf die Permutation zurückkommen. Die Intuition ist, dass UI die Position des Knoten Is in Natur sein soll. Betonung liegt auf soll wieder, denn wir müssen durch die Nebenbedingungen erst sicherstellen, dass diese Semantik, diese Intention erfüllt ist. So, leider weiß ich keinen didaktisch besseren Weg. Ich lasse jetzt zunächst einmal die Formel vom Himmel fallen. Sie werden mir aber, denke ich, zustimmen, wenn wir die nächsten paar Folien, also die nächsten 5 Folien, sehen Sie hier, auf den nächsten 5 Folien, wenn wir die durchgegangen sind, dann werden Sie mir sicherlich zustimmen, dass diese Ungleichungen überhaupt nicht vom Himmel fallen, sondern dass die ganz logisch sind, dass man verstehen kann, warum das die Bedingungen sind, mit denen wir hier erfolgreich operieren können. Jetzt, hier auf dieser Folie, nehmen wir erst einmal an, diese Bedingung erstmal zur Kenntnis und als ob sie eben vom Himmel gefallen wären. So, für jedes Paar in 2 bis n haben wir eine Bedingung, also da, wo die U-Werte definiert sind auf 2 bis n, die sieht so aus. Nehmen Sie erstmal zur Kenntnis, dass die so aussehen. Wir haben noch eine zu bestimmende Konstante C1 an dieser Stelle. Wir haben eine bestimmte Konstante C2 an dieser Stelle. Hier haben wir Werte 0 oder 1, je nachdem, ob IJ in die Kante in der Rundtour drin ist oder nicht. So, und die Behauptung ist jetzt, ich hätte auch Theoremen schreiben können oder Lemma, ich habe es jetzt Einsicht genannt, na gut. Wenn wir haben jetzt bis jetzt noch nicht festgelegt, wie diese beiden Konstanten C1 und C2, hier an dieser Stelle die C1 und hier an dieser Stelle die C2, wie die beiden zu definieren sind. Und was man zunächst mal feststellen kann, ist,
wenn C1 nicht kleiner gleich C2 ist, sondern größer C2 ist, dann haben wir das eine Ziel schon erreicht, nämlich dass wir keine Subtouren mehr auf 2 bis n haben können. Und wenn wir dann noch weiter eingrenzen und sagen, C1 soll genau n sein und C2 soll genau n minus 1 sein, dann ist die Behauptung, die wir zu beweisen haben, dass dann auch alle Rundtouren nicht ausgeschlossen sind, dass keine Rundtour ausgeschlossen ist. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, wir haben nochmal eine lineare Anzahl von Variablen hinzugekommen. Ja, okay, kann man mit leben. Wir haben ja sowieso mit den x eine quadratische Anzahl. Da können wir es natürlich leisten, noch eine lineare Anzahl von Variablen hinzuzubekommen. Und die Anzahl der Bedingungen ist auch nur quadratisch groß. Für jedes Paar haben wir eine Bedingung. Das heißt also, wenn wir das durchkriegen, wenn wir das beweisen können, dass diese beiden Einsichten stimmen, haben wir unser Ziel erreicht, in moderater asymptotischer Größe ein ILP fürs TSP. So, das erste möchte ich Ihnen, da möchte ich Ihnen gar nicht unbedingt jetzt die Folien im Detail zeigen, sondern das möchte ich wieder auf etwas hoffentlich angenehmere Art und Weise auf dem Digimemo machen. So, was machen wir hier? Das wollte ich jetzt eigentlich gerade nicht. Hier bleiben wir. Ich wollte so umschalten. Jetzt muss ich hier eine neue Seite einfügen. So, was wollen wir hier? Wie gehen wir hier vor? Wir nehmen an, ein Widerspruchsbeweis. Wir nehmen an, wir haben so eine Subtour in unserer Lösung. Ja? Wo bin ich jetzt hier? Da. Also, wir haben so eine Subtour. Die Subtour male ich ein bisschen platt, weil ich da unten gerne noch mehr auf die Folie raufkriegen möchte. Also Folie ist das falsche Wort, auf dieses Blatt. So, und die sind alle aus 2 bis n. Den gebe ich noch einen Namen. I1, I2, I3 bis hier nenne ich es IL. Ja, eine beliebige Anzahl von Elementen, von Objekten. Und hier haben wir eine Rundtour, eine Subtour, die nicht den Knoten 1 enthält, sondern nur aus 2 bis n. Und das wollen wir zu einem Widerspruch führen, dass dieses Bild in unserem Ergebnis drin ist. Also nochmal Notation, I1 bis IL sind aus 2 bis n. Damit das nochmal klar ist, hier vor Augen. Also ich hoffe, Sie können das lesen. Also es ist ein bisschen schwierig, einerseits hier auf dem Memo das lesen und dass Sie das auch noch lesen können. Sie sehen ja, dass die entsprechend nicht hundertprozentig 1 zu 1 ist, wenn ich hier rumschmiere. Bitte ich um Nachsicht. So, jetzt nehmen wir uns diese Bedingungen her, die wir eben gesehen haben. Nochmal hier, diese Bedingungen hier. Und setzen da die einzelnen Kanten jeweils ein und schreiben das Ganze untereinander. Also, wo bin ich jetzt hier? Hallo, da. Ich habe UI1 minus UI2 plus C1 mal, eigentlich müsste ich jetzt hier noch schreiben, mal XIJ, aber wenn ich hier die Kanten hernehme und einsetze, dann ist XIJ natürlich immer 1, das heißt, ich kann einfach plus C1 kleiner gleich C2 schreiben. Das ist immer 1, wenn ich hier entlang von Kanten gehe, die ja in dieser Lösung drin sind. Das kann ich weitermachen. Ich kann jetzt UI2 minus UI3 plus C1 kleiner gleich C2 schreiben. Jetzt hat es vernünftig gedruckt, bis auf da vorne. So. Und so weiter und so fort. Vielleicht machen wir es noch einmal hier. UI3 minus UI4
Dann sollte das Bildungsprinzip klar geworden sein, auf jeden Fall. C2. Jetzt hat er vernünftig gedruckt. Und das können wir weitermachen bis UIL-1 minus UIL plus C1 kleiner gleich C2. Und noch ein letztes, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir hier noch eine Rückkante haben, vom letzten zum ersten. UL minus U1, also Entschuldigung, UIL, so, minus UI1 plus C1 kleiner gleich C2. Jetzt können Sie das, kann man das ein bisschen scrollen? Ja, ist, abgesehen davon, dass es nicht ordentlich gedruckt hat. Halt, da. Ich muss es noch mal ein bisschen hübscher malen. Plus C1 kleiner gleich C2. Hier steht UI1. Da muss ich was löschen. Mal gucken, ob der mich jetzt hier vernünftig löschen lässt. Na, hallo? Nee. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Höhe das war. Kann ich leider nicht mehr vernünftig löschen. Durch das Scrollen kann ich das nicht mehr erreichen. So. Was wir jetzt machen, ist, das alles zu addieren. Dann kommt hier hinten L mal C1 kleiner gleich L mal C2 raus. Und was kommt hier vorne raus mit den ganzen O's? Bitte? 0 kommt raus, weil jeder einzelne U-Wert kommt einmal negiert und einmal unnegiert, einmal positiv und einmal negativ vor. Wir haben eine zyklische Teleskopsumme hier vorne über sämtlichen U-Werten, die hier in dem Zyklus drin sind. Und damit haben wir abgeleitet, dass L mal C1 kleiner gleich L mal C2 ist. So, sind wir fertig. Denn wenn C1 größer C2 ist, also unter dieser Annahme, dass wir C1 und C2 so setzen, dass C1 größer C2 ist, ist das natürlich ein Widerspruch dazu, dass wir hier über diese Subtour herausbekommen, L mal C1 ist kleiner gleich L mal C2. Also, wir haben die Annahme, dass eine solche Subtour auf 2 bis n existiert, zu einem Widerspruch geführt mit dem, was wir hier als Voraussetzung hatten, C1 größer C2. Also Sie sehen schon, da wollte ich jetzt gerade nicht hin, so, da. Also Sie sehen schon, anhand dieses Bildes, kann man das noch ein bisschen vorschieben, so, dass die Bedingungen keineswegs vom Himmel gefallen sind, sondern die sind gerade so raffiniert gebastelt worden, dass auf einer Subtour auf 2 bis n diese U-Werte sich alle zu 0 aufheben. Durch diese zyklische Teleskopsumme. Daher kommt diese Merkwürdigkeit zustande, dass sie hier ein UI minus UJ haben. So, damit haben wir diesen ersten Teil eigentlich schon fertig. Wir können noch mal kurz durch den Beweis durchgucken. Da sehen Sie schon dasselbe, das, was ich eben hier untereinander halbwegs ordentlich, ordentlich war es jetzt auch nicht, also halbwegs ordentlich hin untereinander geschrieben habe. Das ist hier jetzt in eine Summe zusammengefasst. Die Summe über alle Vorwärtskanten plus wie immer die eine Rückwärtskante. Das Ganze kleiner gleich L mal C2. Wir stellen fest, jeder Wert UI, den gibt es zweimal, einmal mit positiven Vorzeichen, positive sign, einmal mit negativen Vorzeichen. Und hier ist jetzt die weitere mathematische Ableitung, dass, wir, die X sind alle 1 und wir kriegen raus, C2 ist größer gleich C1. Und wenn wir jetzt C2 kleiner C1 wählen, dann kann uns keine Subtour mehr blühen. Ganz einfach.
Jetzt die zweite Richtung. Die ist, glaube ich, sehr einsichtsreich in puncto Beweistechnik. Wenn wir vom Beweis reden, mathematischen Bereich, dann reden wir eigentlich immer von Überlegung, warum das so sein muss. Ja, Sie sind aus der Mathematik gewöhnt, dass Beweise irgendwas Hohes, Mächtiges, Schwieriges ist, was man am liebsten überblättern möchte. Aber eigentlich ist ein Beweis nur etwa, man macht sich klar, dass das tatsächlich so sein muss, wie man sich das gedacht hat. Und das heißt also, das, was man an Techniken im Beweisen sieht, ist etwas, was man auch prinzipiell verwenden kann, wenn man sich weniger hochtrabende Sachen, als sie in der Mathematikveranstaltung vorkommen, versucht klarzumachen. Und das ist, denke ich, ein interessantes Beispiel dafür. So, was wollen wir denn beweisen? Also, wir haben es auf der Folie gesehen, was wir eigentlich beweisen wollen, nämlich, dass keine Rundtour ausgeschlossen wird. Was heißt denn das? Also zunächst einmal fangen wir mal ganz einfach an. Wir betrachten irgendeine Rundtour und wollen beweisen, dass diese Rundtour, die wir hergenommen haben, beliebig aber fest, ja, Sie kennen die Formulierung aus der Mathematik, sei das und das beliebig aber fest, nicht? Die Formulierung kennen Sie, also wir halten eine Rundtour fest, die uns aber egal ist, welche. Wir wollen für jede Rundtour beweisen, dass sie nicht ausgeschlossen ist. Wenn wir eine Rundtour haben, dann haben wir auch x-Werte. Nämlich x gleich 1 für die Kanten auf der Rundtour und x gleich 0 für alle anderen Kanten. Diese x-Werte haben wir, wenn wir eine Rundtour uns vornehmen. Was haben wir denn jetzt eigentlich zu beweisen? Wir haben zu beweisen, dass wir die u-Werte so definieren können, dass die x-Werte, die wir von unserer angenommenen Rundtour haben und die u-Werte, die wir dazu definiert haben, dass die zusammen die Nebenbedingungen erfüllen. Die Bedingungen, die wir aufgestellt haben. Das ist zu beweisen. Die x haben wir und wir wollen sehen, gibt es irgendwelche u's, mit denen wir zeigen können, die x und die u's zusammen erfüllen die Bedingungen und damit ist die Rundtour nicht ausgeschlossen. So, wir hatten aber ja eine Idee formuliert, eine Intention formuliert, was die U-Werte sagen sollen, nämlich, dass sie die Permutation darstellen sollen. Also, tun wir das doch einfach mal. Setzen wir die U-Werte doch einfach mal auf die entsprechenden Reihenfolgewerte in der Permutation. Ja, probieren wir es einfach mal aus. Wir werden natürlich sehen, dass wir damit durchkommen, dass das klappt. Aber zunächst einmal probieren wir mal aus, ob diese Intention, die wir da hatten, ob die tragfähig ist, ob wir damit U-Werte in die Hand bekommen, die zusammen mit den X-Werten funktionieren. So, dann stellen wir zunächst mal Folgendes fest. Wenn wir so die U-Werte wählen, also was heißt denn das? Das erste Objekt auf der Rundtour ist fest und das da und für dieses erste Objekt ist für Index 1 ist kein U definiert. Das zweite Objekt hat U-Wert 2, das dritte Objekt hat U-Wert 3, das vierte Objekt hat U-Wert 4, das n-te Objekt hat U-Wert n. So. Und die Rückkante spielt hier keine Rolle von n nach 1, denn 1 ist nicht im Spiel. Auf 1 sind kein U-Wert definiert, sind keine Bedingungen mit den U-Werten definiert. So, das heißt also, wenn wir x, y gleich 1 haben auf 2 bis n, wir reden nur von i und j aus 2 bis n, wenn also die Rückkante von n nach 1 zurück, die uns alles kaputt machen würde, hier die ganze schöne Logik, die ist nicht dabei. Wenn x gleich 1 ist, dann ist das entweder die Kante von 2 nach 3 oder von 3 nach 4 oder von 4 nach 5 und so weiter und so fort, bis hin zur Kante von n-1 nach n. Das heißt also, für jede Kante, die auf der Rundtour drauf ist, von 2 bis n, auf diesen Knoten, ist der U-Wert der Zielkante, des Zielknotens, genau 1 größer als der U-Wert des Startknotens dieser Kante, weil es gerade die U-Werte sind gerade die Reihenfolge in der Permutation
geben einmal die Position an, das wievielte Objekt in der Reihenfolge das jeweils ist. Und das steigt natürlich, wenn wir entlang der Rundtour gehen, immer um 1. So, jetzt machen wir eine, das behalten wir mal im Kopf, das werden wir dann anwenden. Jetzt betrachten wir eine Fallunterscheidung. Einerseits betrachten wir eine Kante, die auf unserer Rundtour ist. Ja, wir haben ja eine beliebige, aber feste Rundtour angenommen. Wir betrachten erst eine Kante, die auf der Rundtour ist, und dann auf der nächsten Folie dann natürlich eine Kante, die nicht auf der Rundtour ist. So, jetzt haben wir festgestellt, dass UI minus UJ, wenn die Kante auf der Rundtour drauf ist, haben wir gerade eben festgestellt, dann wachsen die U-Werte als die Positionswerte der einzelnen Objekte immer um 1. Das heißt also, UI minus UJ ist minus 1. Das heißt, hier sehen Sie es, UI minus UJ reduziert sich zu minus 1. So, wir sind jetzt in dem Fall, dass IJ auf der Rundtour ist. Das heißt, wir haben XJ gleich 1. Damit reduziert sich das Ganze von C zu C1. Und damit haben wir reduziert sich die ganze Nebenbedingung, dass dieser Ausdruck kleiner gleich C2 ist, auf C1 minus 1 kleiner gleich C2. Halten wir mal kurz fest und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal hier an. Da gibt es noch etwas dazu zu sagen. Ich komme darauf nochmal zurück, nochmal zu sprechen. Jetzt betrachten wir den zweiten Fall. IJ ist nicht auf der Rundtour. Das heißt xj gleich 1. Das heißt, dieser Term, wo xj vorkommt, fällt weg und das Ganze reduziert sich, die ganze Nebenbedingung reduziert sich auf das, weil eben der Term mit xj wegfällt. Ui minus j soll kleiner gleich c2 sein. C2 ist n minus 1. Und dann ist das Ganze erfüllt. Die U-Werte sind zwischen 2 und n. Die U-Werte sind in 2 bis n. Und wenn C2 gesetzt wird zu n minus 1, dann passt es. Dann sind Werte, wenn wir zwei Werte zwischen 2 und n voneinander abziehen, dann ist die Differenz auf jeden Fall kleiner gleich n minus 1. So. Wir haben noch eine logische Lücke in dem, was ich gesagt habe. Sowohl hier als auch hier dieselbe logische Lücke. Diese logische Lücke ist, bleiben wir mal hier vielleicht, wir haben jetzt hier durch unsere ganze Operation, die wir hier gemacht haben, durch die ganzen Vereinfachungen, bei beiden dasselbe, bei beiden Fällen, haben wir etwas herausbekommen, eine vereinfachte Bedingung, die keinen Widerspruch enthält. Ja, nu. Schön. Wir haben eine Vereinfachung der ganzen Sache gemacht und haben festgestellt, wir kriegen keinen Widerspruch raus. Ja? Vorher in der anderen Richtung haben wir einen Widerspruch rausgekriegt und haben gesagt, okay, daraus können wir folgern, Subtouren können nicht sein. Hier haben wir jetzt keinen Widerspruch rausgekriegt. Das für sich genommen besagt aber noch gar nichts. Denn wir können es ja falsch gemacht haben. Wir können ja falsch rangegangen sein, wir haben keinen Widerspruch reingekriegt. Ja, gut, aber vielleicht hätte man anders rangehen können und hatte doch einen Widerspruch rausgekriegt und hätte was anderes bewiesen. Dass man keinen Widerspruch rauskriegt, das wird öfters mal übersehen in ähnlichen Situationen, dass man keinen Widerspruch rauskriegt, besagt erstmal gar nichts. Aber was ich hier nicht ausformuliert habe, das gilt sowohl für den Fall 1 als auch für den Fall 2, dass IJ auf der Rundtour ist oder nicht auf der Rundtour ist. Diese ganzen Transformationen, die ich gemacht habe, sind Äquivalenztransformationen im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten. Ja, wenn ich hier nochmal zurückgehe, hier, das hier ist keine Äquivalenztransformation aus diesen Bedingungen zu Schlussfolgern, dass das gilt. Ja, sie kommen von hier unten nicht wieder hier nach oben zurück. Aber hier, in dem, wo wir jetzt sind, haben wir Äquivalenztransformationen, will ich jetzt nicht durchgehen, können Sie sich gerne zu Hause nochmal davon vergewissern, dass es tatsächlich so ist. Sie haben, das heißt also, wenn Sie hier eine Bedingung haben, die offensichtlich keinen Widerspruch in sich enthält,
dann war vorher Implikation rückwärts gerechnet, hier auch kein Widerspruch drin. Und das ist zu zeigen, dass in keiner Bedingung ein Widerspruch ist. Und dieselbe Logik können Sie hier auch anwenden. Also Sie sehen subtile Fallstricke beim Argumentieren. Also beweisen ist argumentieren. Und man kann im Argumentieren kann man in subtile kleine Fallen hineingeraten, so dass man dann falsch argumentiert. Ja, das ist eine Möglichkeit, was man übersehen kann, dass man da irgendetwas falsch, noch nicht wasserdicht zusammengefügt hat. So, die Größe dieses Modells hatte ich eben schon gesagt, können Sie sich selber nochmal ansehen, die ist jetzt moderat groß. Diese Lessons to be learned habe ich eigentlich schon im Laufe der Sache hier, der Betrachtung hier betrachtet, brauchen wir nicht nochmal durchzugehen. Hier ist noch eine Nebenfrage. Warum nur Variablen U2 bis UN? Warum nicht Variablen U1 bis UN? In diesen Bedingungen und darauf dann diese entsprechenden Bedingungen. Die erste Antwort ist eine Antwort, die mir sehr gefällt, wo ich mir wünschen würde, dass beispielsweise in der Hochschulpolitik öfters mal so gedacht wird. Diese Formulierung habe ich aus meiner Zeit in Australien mitgebracht, wo diese Formulierung praktisch zur Alltagskultur gehört. Warum etwas reparieren, wenn es nicht kaputt ist? Warum etwas reparieren, wenn es läuft? Warum alles in Klump hauen und alles wieder neu basteln, wenn es doch läuft? Ja, also hier ganz konkret in dieser Situation, es läuft so wie wir es modelliert haben, funktioniert es. Warum was anderes? Es gibt aber natürlich noch eine schärfere Antwort. Wenn wir die U-Variablen und die entsprechenden Bedingungen für 1 bis n und nicht nur für 2 bis n hätten, ja, was hatten wir vorher ausgeschlossen? Wir hatten vorher Subtouren auf 2 bis n ausgeschlossen. Jetzt würden wir damit also Subtouren auf 1 bis n ausschließen, wenn wir nicht auf 2 bis n, sondern auf 1 bis n die U-Variablen und die Bedingungen haben. Und das heißt, wir würden alle Rundtouren ausschließen. Wir hätten wieder die leere Menge als Lösungsmenge erreicht. Also Sie sehen, es gibt viele verschiedene, richtig raffinierte Möglichkeiten, die leere Menge zu beschreiben. So, damit sind wir auch mit diesem Thema und auch für heute durch. Das wird das nächste Thema sein. Vielleicht nur eine Bemerkung dazu. Es gibt eine Übungsaufgabe, Aufgabe 5.1, in der Sie zeigen sollen, dass diese U-Werte, die wir hier genommen haben, gemäß dieser Intention mit den Positionen entlang der Rundtour, dass das die einzige Möglichkeit ist, wie man die U-Werte für eine gegebene Rundtour wählen kann, dass man keinen Freiheitsgrad dabei hat. Da eine Warnung an Sie, wenn Sie sich daran gehen. Ich habe schon viele, viele Gespräche geführt mit Studierenden, die in dieser Aufgabe zu kurz gedacht haben, die sich zu sehr von der Betrachtungsweise, die wir eingenommen haben, haben framen lassen und dementsprechend nicht alle Fälle mitbedacht haben, wie die U-Werte aussehen könnten und was man alles eben noch ausschließen müsste, damit man beweist, dass am Ende wirklich nur diese eine Möglichkeit und keine andere übrig bleibt. So, für heute sind wir damit durch. Ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Mitarbeit bedanken und wünsche Ihnen dann noch eine schöne Restwoche.